Einen wunderschönen zusammen. Freitag, Mittag, 1:30 und ich schon wach und sitze in meinem Zimmer. Findet den Fehler. Naja, egal. Wenn ich nicht heute Abend nochmal zur Arbeit gehen müsste, wäre das auch gar nicht so dramatisch, aber egal. Ja, schaut mal, ich habe mir eine neue Kopfbedeckung besorgt, weil die Sonne ja doch meist von oben scheint. Und naja, das Haar wird lichter, Leute. Ich will mir den Kopf nicht versengen, ne? Also gerade so für Urlaub und so ist das gedacht. Ja, gestern war ja noch Stream mit den FPV-Kollegen. War ganz cool. Und ich hatte gedacht, so um 7 Uhr, ach komm, du bestellst ja eine Pizza, die kannst du dann irgendwann nebenbei essen. So war der Plan. Ja, die Pizza kam und kam nicht. Ich habe dann irgendwann schon angerufen und habe gesagt, so, ey Leute, wann wollt ihr denn kommen mit der Pizza? Und Fahrer ist schon unterwegs. Dann bekomme ich von Lieferando die E-Mail, wie zufrieden waren sie mit ihrer Bestellung. Und normalerweise bin ich ja niemand, der dann irgendwie so Rezension schreibt. Aber das fand ich dann schon so urkomisch, da habe ich dann eine Rezension geschrieben und habe gesagt, so, schon lustig, dass die Mail, wie zufrieden ich war, vor der Pizza da ist. Ja. Effektiv, also ich muss um 8:45 aus dem Haus. Um 9:12 kam die Pizza. Das heißt, ich hatte die Pizza dann quasi mitgenommen zur Arbeit und da gegessen, weil kalt war sie. Also bei dem Laden bestelle ich nie mehr, das ist klar. So, heute, was steht an? Ich glaube, ich habe noch so im Ohr klingeln, Angie wollte heute einkaufen, weil ich ja morgen arbeite und sie nicht morgen Nachmittag einkaufen will, deshalb wollte sie heute Mittag einkaufen. Deshalb werde ich wahrscheinlich jetzt gleich mal unter die Dusche springen, mich fertig machen und dass wir dann unseren Wocheneinkauf erledigen können. Ja. Ja, ja. So machen wir das. Erstmal in die Pötte kommen. Ha, so, fertig. Heute mal wieder dran gedacht, Kontaktlinsen anzuziehen, weil die stehen da immer so und ich so, Und jetzt habe ich ja quasi Freizeit, da kann ich die gut tragen. Habe ich schon mal erwähnt. Auf der Arbeit trage ich sie ungern, weil bei uns auf der Arbeit ist es halt überall klimatisiert und ja, ist so, werden die Augen trocken, ist halt unangenehm. Deshalb trage ich sie eigentlich nur privat. Das sind meine Privatlinsen. Gut, übrigens, ich habe ein neues T-Shirt an. Ich finde es sehr lustig. Ja, kann man das sehen? Warte. Middle Earth Hiking Club. Ja, fand ich lustig, musste ich mir bestellen. Ich habe noch zwei andere bestellt, aber die seht ihr irgendwann. Sind auch sehr lustig. Jetzt werde ich gleich mal schauen, wie weit Angie ist. Die hat nämlich gerade was gegessen. Die kam, hat direkt was gegessen, damit sie nicht hungrig einkaufen gehen muss. Das ist ein sehr guter Plan. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich einkaufen. Einkauf erfolgreich zu Ende gebracht. Ich glaube, da fehlten jetzt zum Schluss ein paar Schnittbilder, um deutlich zu machen, dass wir wieder zu Hause sind. Aber wir sind zu Hause. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt groß ansteht noch. Ich merke so ein bisschen, dass ich platt bin, weil ich zu wenig geschlafen habe. Aber wird schon funktionieren. Ansonsten, ich würde heute gerne noch mal eine Runde zocken. Nachdem ich ja gestern schon ein bisschen gezockt habe, würde ich heute gerne auch noch mal. Es macht halt Spaß. Das ist so ein Spiel, das ist einfach nur draufkloppen und alles zermetzeln, was einem entgegenkommt. Viel mehr habe ich aber auch nicht verstanden. Also ich meine, was heißt verstanden? Es gibt eine Story, aber... Jetzt mal ehrlich, die Story klicke ich meistens weg. Naja. So,
da kommt mein Katerchen. Hallo. Und ja, ich werde jetzt erstmal eine Runde zocken, vielleicht nachher nochmal hinlegen. Irgendwann was essen, so ist der Plan. Und er hier, was macht er? Höhlenzeit. Wie er es mag. Er liegt gerne in Höhlen. Ja, lecker gegessen. So ein Schnitzel geht immer, ne? Jetzt, ja, ich weiß nicht, zocken. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun und chillen will ich auch noch. Ich glaube, das geht jetzt vor. Aber, ja. Ich habe bei dem Spiel übrigens jetzt gerade neu angefangen. Ich hing nämlich in einer Stelle, wo ich quasi so einen Endbosskampf hatte. Und irgendwie, ich habe es einfach nicht gebacken bekommen, wie es geht. Und meine ganzen Waffen waren schon quasi kaputt. Ja, ich bin quasi immer nur reingegangen, um zu verlieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich lösche den Charakter. Jetzt habe ich einen neuen erstellt und habe wieder angefangen. Bin mal gespannt, ob ich jetzt dasselbe Problem haben werde, wenn ich da gleich hinkomme oder nicht. Ich glaube, bis dahin werde ich tatsächlich noch spielen und dann geht's auf die Couch. Ja, und dann geht's zur Arbeit und dann ist endlich Wochenende. Ah, wird auch Zeit. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder, weil, ja, passiert jetzt nichts mehr Großartiges. Es passiert die ganzen letzten Tage nichts Großartiges, aber das wird sich natürlich bald schlagartig ändern. Also nächste Woche ist Spätschicht, genau, da bin ich halt vormittags zu Hause, müssen wir mal schauen. Ich hoffe ein bisschen auf schönes Wetter wieder, dass man an See kann und... Wenn die Woche gelaufen ist, dann wird der Johnny gesattelt und dann geht's auf Tour. Erst nach Ampfing, dann zum Gardasee. Boah, ich freue mich. Ich freue mich sowieso. Ich fahre so gern mit dem Bus. Ich bin ja jetzt die ganze Woche zur Arbeit gefahren mit dem Bus. Und das macht mir einfach Spaß. Mit dem Bus zur Arbeit hatte halt für mich den Vorteil, dass ich mich in der Pause tatsächlich in mein eigenes Bett gelegt habe und eine halbe Stunde die Augen zugemacht habe. Und das war so erholsam in der Nachtschicht. Oh, das werde ich wahrscheinlich jetzt immer so handhaben. Nächste Woche Spätschicht. Da werde ich wahrscheinlich wieder mit dem Audi fahren. Das heißt, ja, ich werde ihm dann jetzt irgendwann die 400.000 Kilometer voll machen. Gut, heute zum Einkaufen waren wir ja auch schon mit dem Audi. Aber das hat nicht gereicht, um die 400.000 zu machen. Aber wie gesagt, einmal Arbeit fahren, dann habe ich die. Gut, Laberababer, ist der Vlog auch lang genug geworden. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Bis denn, ne? Ciao!